willkommen bei Koch mal was. Thema heute, Krabbensuppe. Ich will euch mal zeigen, wie wir hier im Norden, oder beziehungsweise ich, meine Krabbensuppe koche. Gibt tausend Rezepte, aber dieses hier ist wirklich gut. Schaut mal zu, wenn ihr Lust habt. So. Eingefrorene Hühnerknochen und Haut. Das wird jetzt mal gekocht. So. Bisschen Wasser. Das sind 2 Liter vielleicht. Riesentopf. Wie gesagt, die eingefrorenen Hähnchenknochen und Haut ist da noch dabei. Da kommt jetzt ein Löffel Salz und eine Zwiebel dazu und das lasse ich jetzt gut 2 Stunden kochen. Ein bisschen Piment noch dazu. Hat jetzt eine Stunde gekocht, kann noch mal eine Stunde. Die Bouillon hat jetzt 2 Stunden gekocht. Kocht noch, schalte ich den Herd aus. Habe ich hier eine Schale mit dem Sieb. Da kommen jetzt die Hühnerknochen, die Zwiebel, war auch ein bisschen Fleisch drin, kommt der jetzt rein. So. Schön abtropfen lassen. Wunderbar. So, an die Seite. Das lasse ich jetzt abkühlen und das kommt jetzt einen Tag, eine Nacht in den Kühlschrank, wenn das abgekühlt ist. So, für die Krabbensuppe brauche ich, klar, Krabben, selbstgefangene, ihr kauft welche. Paprika, bisschen Sellerie, Tomaten, Schnittlauch. Ich habe hier eine halbe große Salatzwiebel oder ihr nehmt 2 kleine Zwiebeln. Sahne, Pfeffer, Cognac, Weinbrand geht auch, aber Cognac ist schöner. Hummerpaste, bisschen Salz eventuell noch. Die Hühnerkarkasse und die Hühnerhaut, die kocht er jetzt 2 Stunden aus. Und dann zeige ich euch mal, wie ich das so alles zusammenbringe. Zu dieser Krabbensuppe, da kommt jetzt gleich geröstetes Baguette. Hier habe ich noch so diese restlichen Tomaten, Pfeffersalz, Salbeiblätter, die habe ich in Öl ausgebacken und mit geräuchertem Meersalz noch verfeinert und selbstgemachte Kräuterbutter. Das gehört eigentlich noch so dazu. Nur mal so nebenbei. So, da kommen natürlich Tomaten rein in die Suppe. Und weil ich die Haut nicht da drin haben möchte, werden die jetzt mal ganz vorsichtig an der Oberfläche eingeritzt, die Tomaten. Und dann kommen die für ein paar Sekunden in kochendes Wasser, werden raus, kurz abgeschreckt und dann kann man die Haut schön abziehen. So, das mache ich jetzt mal mit den Tomaten, zeige ich euch mal. So, Wasser sprudelt, kocht, können die Tomaten da rein. Schön angeritzt. Wie gesagt, die Schale wollen wir nicht haben. So, können dann einen Augenblick rein. Dann kommen die hier, habe ich eine Schale mit kaltem Wasser, lege ich die da rein und dann können wir die Haut schön abziehen. So wird das gemacht. So, ich hoffe, das kann man schön sehen so, wie die Schale hier überall geplatzt ist. Ich habe die hier so eingerissen und jetzt kann man die so ganz sauber, kann man die abziehen. Ich will nur das Fruchtfleisch haben, auch das Kerngehäuse entferne ich. Das schmeiße ich nicht weg, das Kerngehäuse, das hebe ich auf in einem kleinen Glas. Vielleicht mache ich davon nochmal eine Tomatensuppe oder sowas. Aber die Schale kommt weg. Die ist, ja, die will ich halt nicht haben. So, ich viertel die dann, entferne dann das Kerngehäuse und dann bleiben nur solche Filets übrig. Und genau die wollen wir haben. So, haben wir jetzt hier so einen 5-Liter-Topf oder was da reingeht. Und ganz bisschen Öl nur und die Zwiebel da drin anschmoren. Die kann ruhig schön Farbe annehmen.
Bisschen Zucker, bisschen Salz, lieber nicht zu viel, auch ganz wenig Öl nur benutzen, weil unsere Hummerpaste, die wir nachher nehmen, die enthält auch ganz viel pflanzliches Öl und dann wird uns die ganze Geschichte zu fett. Denn in unserer schon vorgekochten und einen Tag und eine Nacht oder einen halben Tag und eine Nacht stehenden Brühe ist ja auch nochmal das Fett von der Hühnerhaut drin. Also damit das nicht zu fettig wird, bisschen nur. Ein paar Tropfen, Hauptsache die Zwiebel wird angeschmort. Am Boden darf da ruhig was ansetzen, das ist gewollt, das bringt noch ein bisschen Aroma. Wie gesagt, Prise Zucker, Prise Salz und fertig. So, jetzt haben die Zwiebeln Farbe angenommen, auch am Topfboden hier unten, kann man schön sehen. Und nun haue ich die Tomatenfilets da rein. Erstmal nur ein Teil. Ich weiß noch nicht, ob das zu viel ist. Ja, das sieht schon mal gut aus. So, es gibt keine Mengenangaben, weil das ist auch alles Geschmackssache. Wenn ihr mehr Tomate nehmt, müsst ihr mehr Zucker nehmen. Wird das Ganze tomatiger, nehmt ihr weniger, wird das eben weniger tomatig. Ja, das ist eine Geschmackssache. Ich habe da ganz gern so ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Tomate und Paprika. Hier jetzt der Sellerie, kleines Stück. Macht man grob sauber. Ich schneide jetzt nur so einen Zipfel ab. Ich brauche nicht so viel. Das soll quasi den Geschmack nur so ein bisschen anfeuern. Ich benutze den Sellerie als Geschmacksverstärker. Bringt dem Ganzen so ein bisschen, ja, nochmal ein besonderes Aroma. Schneide ich jetzt in kleine Stücke und kommt auch in den Topf. So, die Paprika wird einfach auch nur zerlegt, klein geschnitten, klein gehackt, Kerngehäuse raus, klar. Und ich schneide die dann in solche Streifen. So, und füge sie dem Topf dann zu. So, die fein geschnittene Paprika, die Tomatenfilets, die Zwiebel, das schmort jetzt schon so 10 Minuten, 15 Minuten vor sich hin und zerfällt langsam. Jetzt gehen wir mal mit der Hitze ein bisschen höher, damit das Ganze aufgekocht wird. Es ist also kaum Flüssigkeit und das war ganz wichtig, dass da unten nicht so viel Flüssigkeit drin ist, weil ja jetzt unsere Brühe. Jetzt haben wir unsere schöne Hühnerbouillon. So, die kommt jetzt dazu. Und dann wird das Ganze Deckel drauf. Kommt noch ein bisschen Pfeffer, gebe ich da gleich noch zu. Und dann kochen wir das erstmal auf. Das kann gut eine halbe Stunde kochen. Den Schnittlauch schneide ich jetzt in feine kleine Ringe und stelle den erstmal beiseite. Ja, das hat jetzt so 10 Minuten gekocht. Ich hatte ja vorhin gesagt, das kann eine halbe Stunde kochen, aber das kommt noch. Ich schätze mal, das sind so 2 Liter. Das fülle ich noch ein bisschen nach. Da kommt jetzt diese Hummerpaste. Das sind jetzt 170 Gramm Hummerpaste. Das ist so eine Hummerpaste, die kennt auch jeder. Hier diese Dosen, diese blauen. Ich glaube, das ist auch der einzige Hersteller. So, wie gesagt, 170 Gramm habe ich jetzt auf 2 Liter und das lasse ich jetzt schön einkochen. So, nochmal 10 Minuten gekocht. Man sieht, das ist jetzt richtig schön sämig, richtig schön dick. Das heißt, man braucht auch keine Stärke oder eine Mehlschwitze oder so machen. Wichtig ist, dass man jetzt mit kleiner Flamme weiterkocht und hin und wieder umrührt, damit da unten nichts anbackt, nichts anbrennt. So, wie gesagt, wir sind immer noch in diesem Zeitfenster. Das hat jetzt zweimal... So, das soll jetzt fertig sein. Ich habe noch ein bisschen länger gewartet, aber ich muss immer wieder umrühren. Die Aromen sind jetzt schon so verteilt. Jetzt will ich das natürlich so nicht anbieten.
hat zwar eine schöne cremige Konsistenz, aber die Fruchtanteile, die festen, deswegen gehe ich da jetzt gleich mal mit einem Pürierstab rein, damit ich so eine ganz feine Soße habe. Ja, das ist der Stab. So, und damit wird das jetzt zerkleinert. Ich nehme dann immer so einen Plastikschutz aus einem alten Plastikdeckel, damit die Bude hier nicht versaut ist. Ja, so sieht das aus. Das sieht richtig lecker aus. Da kommt jetzt ein kleiner Schuss Sahne. Umrühren und dann kommt das natürlich wieder auf dem Herd. Bei kleinster Flamme lasse ich das dann auf dem Herd stehen, damit das noch so ein bisschen vor sich hinziehen kann. So, das sieht doch schick aus. Ne? Das ist doch richtig Räumchen. Und weil das ganz wichtig ist, weil das bei jeder Krabbensuppe wichtig ist, kommt da jetzt natürlich der Cognac dazu. So, das war jetzt ungefähr ein Löffel. Ja, vielleicht zwei. Kommt jetzt wieder auf den Herd. Der hält die Temperatur. Der Alkohol verfliegt jetzt. Und alles wird gut. So, Besuch ist da. Muss das jetzt alles ruckzuck gehen. Herd aus. Topf von der Flamme. Und jetzt gehe ich mal mit der Kamera hinterher. Ganz wichtig, Freunde, wenn ihr sowas macht, es darf nicht mehr kochen, die Krabben müssen da rein, das ist ein Haufen, wa? Alle selber gepoolt. So, und die dürfen da jetzt nur noch ziehen. Ja, die geben jetzt ihre Kälte ab, hört der Kochvorgang auch sofort auf und ziehen jetzt so, ich sag mal 10 Minuten, wenn sie länger drin sind, ist auch nicht schlimm. Ja, und das war es eigentlich schon mit dem Kochprozess. So, meine Freunde, hier die Schale, die Krabbensuppe drin. Mein Besuch steht schon in der Warteschleife. Dann kommt so ein Häubchen Sahne. Das müsst ihr nicht so machen, das dürft ihr und könnt ihr. Und das kommt gut. Bisschen Schnittlauch, Krabben obendrauf, so kredenzt man das, so isst man das. Es gibt nichts Köstlicheres an der Küste als eine Krabbensuppe, eine richtig gute. Wenn euch das gefallen hat, schaltet mal wieder auf meinen Kanal und bis zum nächsten Mal.